Road Trip. Jetzt geht's los auf Ungarn. Wir sind bereit, alles gepackt. Sohnemann muss noch schnell im Mikro gehen, Sirup posten. Der trinkt nur Sirup. Die Tochter muss irgendwie noch ihre Air-Up oder wie die heisst, da Flasche bereit machen. Ich komme jetzt auch gerade wieder und wir machen uns jetzt auf den Weg. Und der erste Halt ist in 2 Stunden 15 Minuten in St. Anton am Arlberg. Genau. Da sehen wir nochmal die Strecke. Hat alles umgekehrt. So sieht es besser aus. Zuerst Richtung St. Gallen, dann da irgendwo über die Grenze, Dornbirn, Feldkirch und dann St. Anton im Arlberg. Und wir gehen dann wahrscheinlich statt durchs Tunnel, gehen wir dann über den Pass. Und ja, bis später. So, jetzt sind wir knapp 40 km gefahren, noch nicht mal ganz. Und er sagt da schon, die Batterie wird zum Schnellladen vorkonditioniert. Wir sind aber noch fast 2 Stunden unterwegs, 150 km. Und er tut jetzt die Batterie schon vorwärmen. Und der Verbrauch ist bei 151 Wattstunden pro Kilometer momentan. Ich hoffe, das geht noch etwas ab, sonst wird es dann knapp da. Momentan sagt er, wir kommen mit 15% da in St. Anton. Sind wir gespannt. Dann, was ist los? Jetzt? Guten Tag. Bitte bezahlen Sie am Automat mit Münzen und Banknoten. Hey, so, das ist dann wirklich du. Da ist tausende von Leuten mit da durch, aber sie können es nicht vernünftig machen, dass es einfach funktioniert. So eine Ladestation. Da?
Nein, jetzt musst du da keine Chips essen, es gibt eine Riesensauerei. 120 kW, gut. Als nächstes müssen wir schauen, dass wir hier Supercharger Langkampf, oder wie das heisst. Das ist hier eine Toilette. Supercharger Langkampfen. Gerade, ja. Supercharger Langkampfen. Claudia Supercharge. Innsbruck, Breno, bla bla bla, bla bla bla, wollen wir alles nicht. Navigiere zu Supercharger Langkampfen. Was ist das? Macht das jetzt oder nicht? Okay. Navigiere zum Supercharger Langkampfen. Das kann doch nicht so schwierig sein. Ich wollte nur wissen, wie lange ich muss laden muss. Minus 23%. Das heisst, wir müssen bis etwa 70% laden. Wie lange haben wir recht für das? Halbe Stunde. Wett, dann zeige ich euch mal noch da den Supercharger. Und irgendwo da kann man sich ein bisschen. Was ist das? Wow, Sirene! Ui, hoffentlich explodiert nichts. So, wir sind bei 67%. Wie lange haben wir geladen? Ich weiß gar nicht. Können wir dann schauen, aber nicht lang, 15 Minuten oder so. Schnell auf dem WC hier, in dem super schönen Hotel. Wie hat es geheißen? Wiesgau oder so irgendwie? Egal, weiß es auch nicht mehr. Das ist auf jeden Fall gerade das Hotel. Super schönes WC. Und wir sind mit 20% angekommen. Das heisst, time to go. Ausstöpseln. Los! Jemand einen guten Tipp? Keine Ahnung. Jemand einen guten Tipp, wo man etwas Feines essen kann oder so? Kampfen an der Fahrrad müssen wir schon noch ein bisschen da. Wo ist die Lounge? Chill Lounge. Ich glaube, da gibt es eine Chill Lounge. Ja, irgendwo. In 500 Meter weg. 500 Quadratkilometer. Da müsste das Häuschen sein. So, V3 Supercharger Langkampf. Yeah. Wow, Sonne. Da müsst ihr ja richtig reinfitzen da. Ich mach zu Chill Lounge. Chill Lounge. 130, 140, 143, 144, 145. Schau mal, wie viel reinlässt. Zack! Wie eine geht der Maschine. Es gefällt dem Papi. 170 ist das Maximum, was wir können. Mehr können wir nicht. 166, 167. Das will ich nicht. So, ich zeige euch dann noch schnell den Supercharger. So, Supercharger Langkampfen sind wir angekommen. Ja, alles V3, die letzte Reihe. Dann hat es noch zwei Reihen V2. Da wollte einer schon, McDonald's oder Burger King. Hallo. Nein, das hat es glaube nicht. Da hat es glaube nur Supermarkt. Mal schauen, wo die Lounge ist. Da sollte es irgendwo noch Lounge haben. Ah, da 24x7 Lounge. Irgendwo da hinten. Das ist eben auch dort, in der Lounge. 24x7 Lounge. Gehen wir nachher schnell schauen. Ja, gut. Schönes Wetter haben wir auch, tipptopp.
Dann bis später. Nächster Halt ist nachher Eberszell oder so irgendetwas. Das müssen wir dann schauen. Tschüss. Kurzes Brötchen gepostet, hier im Supermarkt. Und wir sind schon wieder ready. Wir sind schon wieder auf 91% und sollten mit 8% in Eberstalzell ankommen. Das ist unser letzter Halt vor dem Ziel. Genau. Nachher dann noch Richtung Hotel St. Pölten. Das sind jetzt noch die gesamte Strecke, noch knapp 4 Stunden. Und dann auf geht's. So, wir sind wieder vor einem Grenzübergang. Wie man sieht, Stau. Da ist jetzt Grenzübergang, Kufstein. Wir müssen ja da ein Stückchen über Deutschland fahren, über das deutsche Eck, bis wir dann wieder auf Österreich kommen. Führt eigentlich fast keinen Weg daran vorbei, ich habe schon mal geschaut, aber es sind dann irgendwie etwa 3-4 Stunden länger, wenn man da irgendwo unten durchfahren will. Das heisst, der Stau sollte eigentlich nur kurz sein. Dann fahren wir da ein Stückchen durch Deutschland und nachher wieder kurz vor Salzburg kommen wir dann wieder auf Österreich. Bundesrepublik Deutschland, Freistaat Bayern. Ja, schauen wir mal, wie schnell wir da durchkommen. Wie heisst jetzt eigentlich Kantone in Deutschland? Bundesländer. Guck. Schon. Kommen Sie mit Deutschland, zeigt darum beschränkt an. Da könnten wir jetzt schon rasen. Stimmt einfach gar nicht. Vielleicht können wir nachher mal noch 200 fahren. Ich weiß gar nicht, ob ich da fräse oder nicht. Stau, Stau, Stau. Es sollte aber gerade vorbei sein, oder? So wie es da aussieht. Es war nur ganz kurz rum. Ja, machen wir es jetzt schon wieder. Aber ich würde das jetzt orange Stau nennen, den roten. Orange Stau, den roten? Ja. Ja, das wechselt dann gerade auf Orange, oder? Da. Siehst du? Ein paar Meter, dann müsste es. Da ist eine Ladestation. Schon. Schau da. ENBW-Ladestation. ENBW-Ladestation hat es da. So gut. Brauchen wir einfach nicht. Wieso? Was ist denn das für eine Ladestation? Jetzt müssen wir schnell stoppen. Eigentlich wären wir jetzt in Eberstalzell am Laden, aber leider haben wir die Ausfahrt verpasst. Wir wären dort mit 4% angekommen und wir haben jetzt genau noch 1,1% im Akku. Wir müssen aber noch 4,8 km fahren. Und er sagt, Laden erforderlich, um Ziel zu erreichen. Ja. Reichweite haben wir noch 2 km laut Anzeige und wir müssen noch 4,4 fahren. Das erste Mal verschätzt, einmal die Ausfahrt verpasst, knapp geplant. Jetzt schwitzen, schwitzen, schwitzen. Das heisst, wir fahren jetzt hier mit möglichst noch langsamer. Setze ich später, vielleicht beim Schieben oder wenn wir Glück haben, schaffen wir es noch knapp. Bis! Ich nehme euch zwar jetzt mit ab dem Schwitzen. Wir sind mit 0% auf der Autobahn.
Cam My Tesla vielleicht schauen. Dann sehe ich vielleicht noch genau, wie viel ich noch habe. Bis zur Ausfahrt. Das kann mein Tesla kann er auch nicht mehr verbinden, wahrscheinlich zu wenig Strom jetzt. Ich hoffe nicht allzu weit. Ich hoffe nicht mehr viel Kurven. Tesla, wie schwimmen da rein, dass du es schaffst? Du schaffst das mit Tesla, du schaffst das. Nochmal ein Kreisel. Bis jetzt fühlt es sich noch gut an zum Fahren. Aber wir haben das erst etwa 3 Mal verfahren heute. Gewerbepark. Also was ihr auf jeden Fall nicht machen solltet, ist noch herausfordern, wenn ihr schon keinen Akku mehr habt. Also nochmal fest beschleunigen oder so, das ist gar keine gute Idee, dann kann der Akku eigentlich gerade abliegen. Schlafen. Jetzt schauen, wo die Ladestation ist. Nicht, dass wir nochmal falsch fahren. Aber es sieht eigentlich da hinten, müsste es sein. Da. Geschafft. Die letzten Zentimeter müssen wir schieben. Ja, wir bleiben zu 10 cm vor der Stelle stehen. Ja, ich kann nicht 10 cm schaffen. Irgendwo dahinter. Papi. Komm, mein Sohn. Hoffentlich läuft jetzt die. Wir haben 0%. Ich kann es glauben, du musst 0%. Jetzt können wir dafür volle Leistung über, oder? Oh, Scheiße, meine Füße werden die geklemmt. Aua. Scheiße, meine Füße. Papi, schieb zurück. Ja. Hast du die Füße eingeklemmt? Ja. Wieso? Ja, ich hab's da. So, jetzt. Ui, jetzt ist der Akku so leer, dass er nicht einmal schnell laden kann, oder was? Das ist möglich. Genau, 3 Supercharger sind wir da. Ich hoffe, der geht jetzt noch ein bisschen rauf. Da, der Supercharger. In Eberstalzell, da bin ich. Leck du mir, jetzt habe ich geschwitzt wirklich auf der Autobahn. 0% sind wir da angekommen. Gemeint, ich spinne. Burger King hat es noch da, so wie es aussieht. Und jetzt schon 50%. Hä? Jetzt schon 50%. Wo? Am Arsch ist finster, ja. 2% haben wir fängst und er lädt nur mit. Ich glaube, der ist kaputt, wir müssen mal wechseln. Dann wechseln wir einen von den vorderen, das ist mir irgendwie zu langsam da. V3. Da hat es noch irgendwelche andere Ladestationen. Cool. So, lädt er jetzt hier endlich mal. Wie sieht es aus? Das 66. So wie vorher, 170, spinnst du? Ist er jetzt zu heiß oder was ist los? Strom zum Laden, Papi. Ja, aber normalerweise braucht man zum Aufladen keinen Strom. Der Tesla anscheinend schon. So, jetzt geht es vorwärts, oder nicht? 71, 72.
Nur noch ein bisschen langsam. Das haben wir am letzten gehabt. 5-6% und 167 hat doch der andere gespuckt. Egal. Was ist das nächste Ziel? Gute Länger! Nur noch 1 Stunde 20 Minuten. Sind wir um 17:30 schon da? Das ist viel zu schnell. Das ist nicht schnell! Wir haben jetzt genug Schiss bekommen, wenn wir noch können länger. Wir gehen noch nicht einchecken dann. Mal ab dem Wolfi, glaube ich, hat es geheißen. Papi, schau mal. Jetzt pfeift es da, geht es jetzt schneller? Ah, schau jetzt. Jetzt hat es angefangen zu pfeifen, die Station, Lärm machen. Jetzt sind wir schon doppelte Geschwindigkeit. Schon auf 130. Gestört, ohne Ende. Ja, der macht ein bisschen Musik da. Ja. Krass. So, wieder schön eingeladen, bis 82%. Und mit 18% sollten wir jetzt im Hotel ankommen. In 1 Stunde 20 Minuten. Nein. Ziemlich genau um 6 Uhr sollten wir dann im Hotel sein. Und gute Fahrt. So, jetzt sind wir da angekommen im Hotel. Smart Living. Gratis Ladestation. Zwar nur 3,6 kW, aber in 12 Stunden sind wir da wieder vollgeladen. Wir sind jetzt noch mit 15% oder so angekommen. Oder weniger, ja, sogar noch weniger sind wir angekommen. Ich glaube sogar 9 nur. Und sind jetzt am Laden. Die anderen sind schon auf dem Weg ins Hotel. Macht am Morgen vielleicht hier noch ein kurzes Video, bevor wir gehen. Ziemlich alt da gerade. Und schon recht auf der Schnur. Aber tipptopp, ankommen, alles klappt. Peace und bis morgen.